Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Event Achievement. Und zwar finden wir das einmal unter Weltereignisse und dann Mondfest. Und hier haben wir dann den Erfolg, die Ältesten der Dracheninseln. Für dieses müssen wir Folgendes machen: Ehrt die Ältesten, die sich auf den Dracheninseln befinden. Das sind insgesamt 8 Stück und dementsprechend immer 2 pro Zone. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wo die einmal sind. Wir fangen an in der ersten Zone, hier in der Küste des Erwachens. Und dort haben wir hier oben auf den Koordinaten 46, 31 den ersten Ältesten. Und da gehen wir einfach hin, quatschen den an und tüten dann quasi die Münze ein, beziehungsweise diesen kleinen Umschlag. Und dann haben wir den ersten hier einmal abgehakt. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier oben 46, 31. Dann sind wir am zweiten Spot und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 44, 63, hier beim Obsidianenbollwerk und dort steht dann unsere nächste Urane. Ihr seht, hier oben auf diesem kleinen Plateau sind wir drauf, dem quatschen wir an und tüten Hände. Wieder unsere Belohnungen ein. Dann sind wir jetzt in der zweiten Zone und zwar Ebene von Onara. Und passend sind wir auch oben bei Onara dazu. Wir sind hier über Mardukai auf den Koordinaten 58, 31. Und dort sind wir ganz oben hier bei dieser Statue von Onara. Und ja, da haben wir den nächsten Ältesten. Den quatschen wir einmal an. Und dann haben wir jetzt schon 3 fürs Achievement weg. Ich fliege jetzt einmal nochmal kurz, dass ihr einmal ein bisschen hoch, dass ihr seht, wo wir sind. Also ihr seht, da oben ist die Statue und direkt darunter ist der Älteste. Dann sind wir beim nächsten Uran und zwar sind wir jetzt hier einmal auf den Koordinaten 83, 48 und dort steht er dann hier oben auf dem kleinen Plateau drauf. Seht, hier haben wir auch wieder so eine kleine Onara-Statue, da haben wir den Dude. Mal einquatschen und dann haben wir jetzt 4 Stück abgeschlossen. Dann sind wir im dritten Gebiet und zwar jetzt hier unten im Lager der Tuska. Da sind wir einmal auf den Koordinaten 12, 49 und dort ist der nächste von diesen Ältesten. Den quatschen wir einmal an. Direkt hier seht ihr in der Nähe von dem Suppen-Event. Dann sind wir beim nächsten Ältesten und zwar ist das diesmal hier so ein Furbeug, wie ihr seht. Und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 67, 49 auf so einer kleinen Plattform, wo wir ein bisschen runter gucken können. Fast so eine kleine Aussichtsplattform. Und dann quatschen wir den Dude auch an. Und dann sind wir mit der nächsten Zone einmal fertig. Dann befinden wir uns als nächstes hier einmal in Taldrassus. Und dort haben wir wieder so einen kleinen Furbeug. Diesmal sind wir in Taldrassus auf den Koordinaten 50, 66. Und hier ganz in der Nähe von dem Flugpunkt, ein bisschen weiter oben an der Klippe, hockt dieser oder steht dieser kleine Furbeug. Den quatschen wir an. Und dann ist es nur noch einer, der fehlt. Und den letzten haben wir hier einmal an einem Wasserfall stehen. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 54, 43. Und dort steht ein kleiner Tuska am Wasserfall. Und wenn wir den anquatschen, kriegen wir die letzte Münze und damit auch unser Achievement. Das war's so mit dem, soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tiller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.